Buchtipp für 7., 8. Klassen, Kirsten Smith, Diebische Elstern, Freundschaft ist unbezahlbar, alles andere kann man klauen. Ja, dies ist eins meiner absoluten Lieblingsbücher im diesjährigen Julius Club. Es basiert auf einer Netflix-Serie Trinkets. Normalerweise würden die drei Mädchen, von denen diese Geschichte handelt, nie ein Wort miteinander wechseln, denn sie kommen aus unterschiedlichen Welten. Drei Mädchen, wie sie verschiedener nicht sein könnten. Und doch haben sie eine Gemeinsamkeit. Alle drei klauen. Hier seht ihr mal ihre Beute eines Nachmittags. Alle drei werden erwischt und landen gemeinsam in einer Selbsthilfegruppe. Zunächst verachten sie einander, werden sich im Laufe der Zeit aber einander annähern und sich anfreunden. Das Buch ist tagebuchartig jeweils abwechselnd aus der Perspektive der einzelnen Mädchen geschrieben, was sich auch sprachlich zeigt, da die drei sich jeweils sehr unterschiedlich ausdrücken. Besonders die sehr schöne Sprache, die man so gar nicht von einem Buch zu einer Netflix-Serie erwarten würde, fand ich toll. Ein witziges und kluges Buch über den Kick zu klauen und über Freundschaft gerade zu Leuten, die auf den ersten Blick ganz anders sind als man selbst. Buchempfehlung 7., 8. Klasse, Erin J. DeLange, Firewall. In diesem Buch mit einem, wie ich finde, wirklich sehr schönen Cover geht es um Eli, der ganz erstaunliche Dinge am Computer beherrscht. Er kann das unglaublich gut, er kann unter anderem richtig gut hacken. Und deswegen schließt er sich einer Gruppe an, die scheinbar Gerechtigkeit möchte für einen Mitschüler, der ganz schlimm Cybermobbing ausgesetzt war und der deshalb Selbstmord begangen hat. Doch bald schon merkt Eli, dass die Suche nach Gerechtigkeit schnell auch in eine Sucht nach Rache umschlagen kann. Und er kann bald gar keinen Einfluss mehr auf das Geschehen, was sich so ein bisschen ohne sein Zutun in eine ganz falsche Richtung weiterentwickelt, kann er bald gar keinen Einfluss mehr nehmen. Die Grenzen zwischen Tätern und Opfern verschwimmen immer mehr. Was heißt es, wirklich Opfer von Cybermobbing zu werden? Das hat hier die Autorin wirklich ganz aktuell, sehr realistisch, schonungslos und sehr spannend geschrieben. Buchtipp für 7. und 8. Klassen, Side Effect von Lukas Erler. Auf keinen Fall heirate ich in den Sommerferien meinen türkischen Cousin. Ich haue ab. Mit diesen Worten zieht Nesrin, Bens türkischstämmige Klassenkameradin, sich das Kopftuch herunter. Ben staunt. Ihre Haare sind blau. Mein Plan. Mit deiner Hilfe haue ich ab nach Amsterdam. Dort werden mein Verlobter und meine Familie mich nicht finden. Ben hilft Nesrin bei ihrer Flucht und verabredet mit ihr ein Treffen in Amsterdam, zu dem sie nicht erscheint. Stattdessen trifft er auf ihren Verlobten Errol. Gemeinsam finden sie heraus, dass Nesrin am Bahnhof in Amsterdam ankam und danach verschwand. Weitere Spuren führen sie in ein ominöses Forschungsinstitut und eine französische Klinik. Auf der Suche nach Nesrin geraten sie in einen Sumpf aus krimineller Forschung, Medikamentenmissbrauch und Menschenversuchen. Ihr Gegner? Ein skrupelloser Konzern. Ein rasanter Thriller, Action und Spannung von der ersten bis zur letzten Seite. Buchempfehlung 7., 8. Klasse. Dirk Reinhardt über die Berge und das Meer. Auch einer meiner Top-Favoriten dieses Jahr im Julius Club 2020. Wenn ihr nur ein Buch lest und schon ein bisschen älter seid unter den Julius-Teilnehmern, dann lest dieses Buch. Soraya lebt in einem kleinen Dorf in den Bergen Afghanistans. Sie ist das siebte Mädchen ihrer Eltern
Und einer alten Tradition folgend, die es tatsächlich in Afghanistan gibt, durfte sie als Junge aufwachsen. Das bedeutet, sie durfte zur Schule gehen, sie hat lesen und schreiben gelernt. Ganz im Gegensatz zu Tarek. Der Junge gehört zu einem Nomadenvolk und erkennt Soraya nur als jungen Samir. Nach dem Winter kommen die Nomaden jedes Jahr zum Handeln mit ihren Schafen in die Dörfer. Doch dieses Jahr wartet Soraya umsonst auf Tarek. Es ist das Jahr der Entscheidung für beide. Die Taliban verlangen, dass Soraya ab sofort als Mädchen lebt und das Haus nicht mehr verlässt. Und Tarek wollen sie als Kundschafter und Fährtenleser für ihre Zwecke nutzen. Beide Familien fällen die gleiche Entscheidung. Sie schicken ihre Kinder gen Westen, aber nicht zusammen. Und beide fliehen nicht aus eigenem Willen oder aus Hoffnung auf ein besseres Leben, sondern es bleibt ihnen schlicht keine andere Wahl. Beide können wir auf ihrem Weg über die Berge und das Meer begleiten. Sie gehören unterschiedlichen Flüchtlingsströmen an und machen deshalb auch sehr unterschiedliche Erfahrungen. Werden sie in Sicherheit gelangen und einander wieder begegnen? Dirk Reinhardt hat in einer sehr fesselnden Handlung den Bogen geschlagen vom Leben in der Heimat in Afghanistan über eine sehr gefährliche und abenteuerliche Flucht nach Deutschland. Und er lässt auch die politischen Ursachen ein wenig in die Handlung einfließen. Zwei Karten zum Fluchtweg ergänzen die Geschichte. Der Autor, der auch Journalist war, bevor er anfing, Kinder- und Jugendbücher zu schreiben, hat sehr, sehr gut recherchiert und es zieht einen wirklich wie einen Sog in diese Geschichte hinein. Man fiebert und fühlt mit und dennoch ist die Darstellung sehr differenziert. Das Buch ist mitreißend, bewegend, beeindruckend. Es geht absolut unter die Haut und die Bilder stehen mir bis heute sehr deutlich vor Augen.